Willkommen bei Kfz Tutsi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fahren zum ersten Mal dieses Jahr wieder mit dem Tiguan, den ich ja habe und kaum fahre. Alter, hast du den Tiguan vermisst hier? Sehr. Ist so geil, das Auto. Das Problem ist, vom Stehen, achte mal bitte Windschutzscheibe, was passiert ist. Guck mal. Guck mal. Oh nein. 2 Jahre alt, das Auto. Aber keine Scheibenwischer. So viel dazu. Alter, guck mal hier. Oh nein, ey, jetzt lass das dran, wir müssen noch zurückfahren. Oh, das Geile ist, guck mal hier, Sommerreifen. Yes. Ist ja geil, ne? Aber es schneit nicht mehr zum Glück. Ja. So, aber deswegen bin ich eigentlich nicht gekommen. So, wir haben ja eine kleine Story. Ich wollte ja ein Auto kaufen, weil jeder hat gesagt, BMW, BMW, BMW. Und ja, ich wollte mir einen BMW kaufen von meinem Bruder. Wir haben uns schon geeinigt über den Preis. Alles schön und gut. Ich habe gesagt, nächstes Jahr kaufe ich den. Nur das kleinste Problem ist jetzt E60, 3 Liter, die Chiptuning von ungefähr 300 PS das Ganze. Sehr, sehr schönes Auto, aber was ist passiert, Aidosch? Guck mal. Über Nacht. Nein. Über Nacht sind die Felgen geklaut worden. Ja. Und die Felgen sind ja so, das ist ja mein Auto gewesen. Ne? Das war ja mein Auto, den habe ich meinem Bruder verkauft und ich wollte den jetzt Anfang des Jahres wieder kaufen. Und jetzt sind die Felgen geklaut. Und das Geilste ist, diese Felgen habe ich 2012 machen lassen. Das heißt, vorne 8,5 J und hinten 10,5 J. Das waren schöne Tiefbettfelgen. Ich guck mal, ob ich noch ein Foto habe. Blende ich das Ganze ein. Aber das ist doch geil hier, Alter. Guck mal. Wir haben gar nichts. Die Schweine haben sogar die Schrauben mitgenommen. Die Schrauben sind auch weg. Achte mal. Aber was ich geil finde, Alter. Die haben die Distanzscheiben nicht abgekriegt. Guck mal. Wollten sie es denn abmachen? Sieht man bestimmt. Meinst wenn du? Die die Schrauben mitnehmen. Krass, ey. Einfach so das Auto aufgebockt. Ja. Ne? Aber guck mal hier, was sie gemacht haben. Das ist auch voll. Das ist auch echt traurig. Ja, Mann. Haben das hier, guck mal, hier erstmal irgendwas gemacht. Guck mal hier, gar nicht aufgebockt. Hier einfach. Ach du Scheiße. Einfach runterhängen lassen. Die haben die auch nicht weggenommen. Lass mal hinten gucken. Jetzt schneit es wieder und ich hätte immer noch keine Sommerreifen. Hier, guck mal, haben die das vernünftig gemacht. Vernünftig, beide Seiten. Also, Mann. Da muss ich die wieder mal loben hier. Da muss ich sie echt loben. Die haben das hier vernünftig gemacht. Genau so. Wenn ihr die Felgen schon von mir klaut. Da muss es so sein. Da muss es so sein. Also, bitte, so. Guck mal. Zu der Scheiben hier muss ich auch sagen, Aidosch, die habe ich 2012 eingebaut. Das sind Zimmermann-Bremsscheiben, gelochte. Oh, der Ahmed ist auch da. Hi, Ahmed. Hallo. So, Ahmed, wie läuft das jetzt? Ist ja auf dein Grundstück passiert, das Ganze. Ja. Ja, kriege ich jetzt meine Felgen zurück? Wenn du den Typen findest, der das genommen hat, klar. Ja, was ist denn jetzt passiert? Habt ihr eine Anzeige erstattet? Ja, gegen Unbekannt. Gegen Unbekannt. Ja. Und das Geile ist, mein Bruder ist Hauptkommissar, nicht er ist Kfz-Meister. Dem das geklaut wurde? Dem das geklaut wurde, ist ein Hauptkommissar. Also. Der wird bestimmt was tun, oder? Bestimmt. Was will er machen? Ja, gut, gegen Unbekannt ist immer schwierig, ne? Ja. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt, weil ich das Auto jetzt kaufen wollte. Wir wollten echt ein schönes Projekt machen. Eine Schraube. Eine Schraube haben wir gefunden. Yay. Dankeschön, Dankeschön. Warte, die tue ich aber auch hier hin. Also wenn du das Video sehen solltest, die eine Schraube habe ich da hingelegt. Kannst du wieder nehmen, ne? Ja, soll er mitnehmen. Was ist denn hier passiert? Die hat sich aber ein Marder ausgetobt hier. Wo denn? Hier. Was ist das? Oh mein Gott. 3 Liter. Der hat 600 Newton oder sogar mehr als 600. 650 Newton und 300 PS. Bisschen mehr als 300 PS. Damals hat sich Chiptuning gemacht. Das war 2012.
Und danach ging der auch ab. Und was auch sehr, sehr krass war, der hat auch sehr wenig verbraucht. Weißt ja selber, ne, Aldo? Klar. 5 Liter haben wir verbraucht. Mit dem waren wir schon, also ne, warst du ja schon ziemlich zufrieden. Jetzt müssen wir natürlich warten. Erstmal wegen der Anzeige, wegen unbekannt. Und dann mal schauen, ob wir das Auto auch haben. Fürs neue Projekt dann, ne? Ob mein Bruder den jetzt doch wieder haben möchte oder anderweitig verkaufen möchte, das wissen wir jetzt nicht. Es ist schade. Es war eigentlich ein Projekt geplant für dieses Jahr. Wir wollten da echt mal hochzüchten, das Ganze. Einfach mal anderen Turbo nehmen, bisschen halt Auspuff modifizieren. Ihr wisst, was ich meine. Aber leider wird das Ganze nicht. Ey, Aldosch, es ist hammerkalt. Ja, ich stehe mir auch gleich dran. Also tut mir echt leid für dich. Aber weißt du, was jetzt geil ist, Aldosch? Was denn? Könnten wir jetzt den theoretisch starten und dann einfach Vollgas geben? Ein paar Gänge hier. Ne? Könnte man tun, ne? Ja. Ja, schade. Was soll man machen? Auf jeden Fall, das Video soll auf jeden Fall auch für den einen oder anderen dienen dazu, dass er Felgenstößer reinmacht. Safe. Also, würde ich euch empfehlen, sonst habt ihr auch sowas. Einfach über Nacht keine Felgen mehr. Ich hoffe mal, dass sie nur die Felgen geklaut haben. Ja, hoffentlich. Weil zurzeit ist ja auch Partikelfilter auch, ne? Richtig, habe ich auch gehört. Ja. Das Ganze hat natürlich ein bisschen Humor, aber es ist echt traurig. Ne? Ja. Weil sowas macht man nicht, weil ihr müsst euch vorstellen, damals habe ich echt von morgens bis abends hart gearbeitet und danach diese Felgen zu kaufen. Ich weiß nur, ich bin extra nach Hannover gefahren, habe einen Tag nur für diese Felgen hingefahren. Die haben mir das drauf gemacht und ich bin mit voller Stolz wieder zurückgefahren. 19 Zoll Tiefbettfelgen, also Haufen Geld habe ich dafür bezahlt. Und ich finde halt sowas traurig, dass andere Leute einfach sowas den anderen entwenden. Das ist echt traurig. Ihr selbst schämt euch. So, es schneit. Mein Bruder hat mir ein anderes Auto gegeben und ich fahre damit. Natürlich, wenn es schneit, nicht mit Sommerreifen fahren. Weil ihr gefährdet ja nicht nur euch, sondern die anderen auch. Deswegen, in dem Sinne, wir sehen uns. Auf Wiedersehen.